Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zunehmender Halbmond, also Sonne haben wir vorhin kurz besprochen und jetzt haben wir den Mond. Wer ist das? Der Mond steht im 9. Haus, im Haus der Freiheit. Interessant, dass wir hier quasi einen Kampf haben zwischen Verstand und Gefühl. Der Verstand steht unklar auf, 12. Haus, auf Lügenbeinen, ja, und das Gefühl steht im 9. Haus auf Freiheitswillen, auf höherem Wissen in den Zwillingen, auf Kommunikation und Wissen, also ganz genau umgekehrt, weil normalerweise sollte ja Sonne männlich betont sein und der Mond weiblich. Hier ist es genau umgekehrt. Aber wer ist der Mond? Der Mond steht einerseits immer für die Bevölkerung, weil die Bevölkerung steht wegen 1, 2, 3, 4, Krebs, Krebs ist das vierte Sternzeichen, 1, 2, 3, 4, steht er auch immer für die Bevölkerung, aber in dem Fall steht er als eingeschlossener Herrscher im 10. Haus. Also das würde für mich die Botschaft bedeuten, dass es innerhalb der Bundesregierung oder innerhalb von Landesregierungen, wahrscheinlich ist es in Orten und Städten wesentlich stärker, weil dort die Politiker näher an den Menschen sind und sie bekommen ja mit, was diese Arbeitsplatzvernichtungspolitik bewirkt hat, dass hier Teile ja, aus der Führungsetage bereits auf Seiten der Bürger sind, auf Seiten der Staatsbürger und dort auch für die Freiheit gegen die eigenen Institutionen agieren. Es sind immer mehr Leute auch aus der Medizinbranche und so weiter, welche auch aus dem, von den Polizeikräften, 6. Haus steht auch für Polizeikräfte, für die kleine Verwaltung, für die niederen Beamten, dass auch hier aus deren Kreise immer mehr und mehr Leute sagen, da stimmt was nicht mit der Gesundheitsgeschichte, da stimmt was nicht. Uns wird immer von der immensen Gefahr erzählt, aber wir haben weder Erkrankte noch Tote. Ja? Und wir müssen so vielen Leuten das Staberl in den Riechkolben schieben, wie nur möglich, dass wir uns sozusagen krampfhaft, zwanghaft Resultate herbeitesten. Und hier wurde natürlich auch der große Sündenfall des Medizinunwesens betrieben, ich kann das nicht mehr anders sagen. Und dieses Medizinunwesen wird daher, auch wenn das alles hochkommt, in dieser Form nicht mehr existieren können. Diese Botschaft ist auch an alle Ärzte gerichtet. Die Ärzte, die sozusagen hier mitgemacht haben, denen wird es nicht gut ergehen. Diejenigen, die Alternativärzte sind, diejenigen, die sozusagen auf neue Medizin setzen, die werden die Zukunft sein. Es wird sich, wenn das ausgestanden ist, ja, wird sich alles verändern, aber ganz massiv. Wir haben jetzt die Energie im Zeichen Fische für circa 30 Tage. Fische hat eine unheimlich starke Imaginationsfähigkeit, eine Kreativität, eine gewaltige Schöpferkraft. Und jetzt, weil es ja mit den Träumen zusammenhängt, mit der drüberen Seite, mit der feinstofflichen Welt, und jetzt können wir mit unserem Visualisieren das Zehnfache, das Zwanzigfache bewirken, als wenn zum Beispiel die Sonne im Widder wäre oder im Löwen oder im Schützen, jetzt Feuer betont. Ja? Weil da denkt ja niemand daran, zu meditieren, sich zurückzuziehen, nachzudenken, zu visualisieren. Deswegen ersuche ich euch, ich ersuche dich, bitte mit heutigem Tag beginnend, um 19.50 Uhr, das habe ich im Internet gelesen, da gibt es auch andere Kreise, die beginnen um 19.50 Uhr mit Meditationen. Und ich bitte dich, ich möchte selber mitmachen, um 19.50 Uhr jeden Tag für eine Minute visualisieren, nicht mehr. Und wenn du nur 30 Sekunden schaffst, auch gut. Und wenn du sagst, ich kann nicht visualisieren, sage ich, kein Problem. Dann, ich weiß nicht, dann, wenn du Kinder hast, dann umarm dein Kind, oder wenn du einen Hund hast, dann streichel den Hund um diese Uhrzeit, aber geh in die Energie der Good Vibrations und schauen wir mal, was geschehen wird. Ich glaube, es wird einen gewaltigen Einfluss haben. Weiter zum nächsten Teil. Ende.